Elbaf, das legendäre Land der Riesen, öffnet die Tore zu einem faszinierenden Mysterium, das weit über das bisher Bekannte hinausgeht. Im Zentrum dieser atemberaubenden Geschichte steht Loki, der verfluchte Prinz, dessen Name allein Unheil und Macht verkörpert. Als Prinz der Flüche ist Loki mehr als nur ein gefallener Monarch. Er ist der Schlüssel zu einer uralten, legendären Kraft, die nicht nur Elbaf, sondern die gesamte One-Piece-Welt erschüttern könnte. Was verbirgt sich hinter Lokis düsterer Vergangenheit und der mysteriösen Teufelsfrucht, die er um jeden Preis erlangen wollte? Zum ersten Mal wurde er während des Whole Cake Island Arcs erwähnt, als bekannt wurde, dass Loki, der Prinz von Elbaf in Lola, die Tochter von Kaiserin Big Mom, verliebt war. Big Mom war überzeugt, dass sie mit der Unterstützung der mächtigen Riesen von Elbaf unaufhaltsam wäre und damit die anderen Kaiser im Wettlauf um den legendären Schatz, das One Piece, übertreffen hätte können. Ob diese Überzeugung eine Übertreibung seitens Big Moms war oder nicht, unterstreicht sie eindeutig die immense Macht von Loki und den Kriegern, den Riesen Elbafs. In einem Versuch, die Riesen für sich zu gewinnen, plante Big Mom eine politische Ehe, Loki und Lola. Doch Lola entschied sich, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen und floh vor der Hochzeit. Um ihre Pläne dennoch zu verwirklichen, versuchte Big Mom Lola durch ihre Zwillingsschwester Chiffon zu ersetzen. Doch der Trick wurde durchschaut und die Ehe scheiterte endgültig. Dieser Vorfall verschlechterte die ohnehin schon angespannte Beziehung zwischen den Riesen von Elbaf und der Kaiserin Big Mom weiter. Seitdem wuchs der Hass der Riesen gegenüber Big Mom nur noch mehr, die sie bereits für die Verwüstung verachteten, die sie viele Jahre zuvor in Elbaf angerichtet hatte. Dies geschieht zu einer Zeit, als Ruffy gerade einmal 6 Jahre alt ist und Lola laut den Informationen aus dem Wiki etwa 13 Jahre alt sein müsste. Trotz ihres jungen Alters könnten sowohl Big Mom als auch Prinz Loki durchaus an einem Bündnis interessiert sein. Da ein solches Bündnis mit den mächtigen Riesen von Elbaf Big Mom helfen könnte, ihrem Traum, Piratenkönig zu werden, näher zu kommen. Ähnlich wie im Fall von Pudding, die während der Ereignisse in Whole Cake Island gerade einmal erst 16 Jahre alt war, könnte auch hier eine strategische Allianz über eine Heirat abgeschlossen werden. Doch Lokis Enttäuschung über die Ablehnung war wohl so groß, dass er in seiner Wut sogar gegen seinen eigenen Vater König Harald kämpfte, um eine legendäre Teufelsfrucht zu erlangen, die ihm möglicherweise noch mehr Macht verleihen könnte. Der wahre Grund, warum Prinz Loki dies alles tat und warum er unbedingt diese legendäre Teufelsfrucht haben wollte, bleibt zwar bislang unbekannt, allerdings werden wir mit Sicherheit im weiteren Verlauf des Elbaf-Arcs noch einiges darüber erfahren. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Loki schon immer als Rebell galt, obwohl die genauen Gründe für seinen schlechten Ruf in der Vergangenheit noch nicht vollständig aufgedeckt wurden. Doch kürzlich wurde bekannt, dass Loki etwas Unverzeihliches getan hat. Er soll seinen eigenen Vater, König Harald von Elbaf, im Kampf getötet haben. Möglicherweise, um dessen Thron zu übernehmen, ein Plan, der jedoch nicht ganz aufging. Es kam auch ans Licht, dass Loki all das unternommen hat, um eine legendäre Teufelsfrucht zu erlangen. Welche Teufelsfrucht genau das ist, wurde bisher nicht spezifiziert, aber es ist bekannt, dass diese Frucht von enormer Macht ist und seit Generationen in der königlichen Familie weitergegeben wird. Die Vermutung liegt daher nahe, dass Lokis Frucht entweder eine Logia oder eine besondere Art von Zoan ist. Ein besonderer Hinweis darauf, dass Loki vielleicht sogar eine Logia-Teufelsfrucht haben könnte, liegt in der Tatsache, dass Hyrodin, ebenfalls ein Riese, einst den Wunsch äußerte, eine Logia-Frucht zu besitzen. Dies könnte ein subtiler Hinweis von Oda gewesen sein, dass Loki die Erfüllung dieses Traums darstellt. Aber die wohl wahrscheinlichste Theorie ist jedoch, dass der verfluchte Prinz Loki eine mystische Zoan-Frucht besitzt. Da seine Frucht als legendär bezeichnet wird, könnte sie in die gleiche Kategorie fallen wie Ruffys Hitohitonomie Modell Nika und somit eine besondere mystische Zoan-Frucht sein. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass Loki im Besitz einer legendären Zoan-Teufelsfrucht ist. Und sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann könnte es sich dabei um eine mystische legendäre Frucht handeln, ähnlich wie die Hitohitonomie. Nach dem Tod seines Vaters konsumierte Loki die Frucht, was das Entsetzen und den Zorn der anderen Riesen von Elbaf auf sich zog.
Dies führte zu einem groß angelegten Aufstand gegen ihn und es brauchte eine vereinte Kraft aller Riesen, um Loki zu überwältigen und in Ketten zu legen. Diese Tatsache unterstreicht noch einmal mehr die immense Stärke, die Loki durch die legendäre Teufelsfrucht erlangt hat. Loki, der Prinz von Elbaf, ist wahrscheinlich zu stark, um in einem direkten Kampf besiegt zu werden. König Harald, sein Vater, weiß das und daher entschied er sich für eine unglaublich interessante List. Stellen wir uns vor, der König von Elbaf hatte erkannt, dass Loki zu mächtig war, um ihn im Kampf zu besiegen. In einem möglichen cleveren Schachzug hat auf irgendeine Art und Weise die originale legendäre Nika-Frucht, die Hit-Tuitonomie-Modell Nika, gegen eine ähnliche getauscht. Vielleicht hat er sie sogar im Rande seiner Verzweiflung selbst gegessen oder versteckt, um sie vor Loki zu schützen. Loki hätte daraufhin, ohne den Betrug zu durchschauen, seinen Vater getötet. Dadurch wäre die legendäre Teufelsfrucht zum allerersten Mal außerhalb von Elbaf wiedergeboren worden. Loki, der glaubt, die echte Frucht gegessen zu haben, hatte sie vor den Augen aller in Elbaf verschlungen. Alle, sogar die Weltregierung, wäre überzeugt gewesen, dass er der neue Sonnengott zu sein scheint. Das würde zumindest erklären, warum Loki sich selbst in Kapitel 1130 vor Ruffy als der Sonnengott präsentiert. Somit könnte man meinen, dass Loki derzeit davon ausgeht, dass er der Besitzer der Hit-Tuitonomie-Modell Nika zu sein scheint und somit sich als Sonnengott präsentiert. Allerdings weiß er nicht, dass er hintergangen wurde oder besser gesagt ausgetrickst wurde. Es wäre ziemlich interessant, wenn Loki statt der Nika-Frucht tatsächlich die Gum-Gum-Frucht gegessen hätte. Das würde eine spannende Anspielung auf Ruffy sein, da wir Leser jahrzehntelang geglaubt haben, Ruffy besitzt tatsächlich die Gum-Gum-Frucht. Dieser Twist würde die Verwirrung und das lange Missverständnis, das sich um Ruffys Teufelsfrucht rankt, aufgreifen und gleichzeitig eine neue, sehr interessante Verbindung zwischen Loki und Ruffy schaffen. Eine unerwartete Parallele zwischen diesen beiden besonderen Charakteren. Aber was wäre, wenn Shanks auf irgendeine Art und Weise als einer der wenigen den Trick des Königs erkannt hatte? Zumindest scheint Shanks Status auf Elbaf dies möglich zu machen, denn seine Verbindung zu den Land der Riesen, zu den Riesen und auch möglicherweise zur Königsfamilie könnte das ein oder andere in der nahen Zukunft noch erklären. Denn als die echte Frucht im East Blue wiedergeboren wird, gelingt es ihm, sie von Who is Who zu stehlen. Shanks bleibt ein ganzes Jahr im East Blue, um das Geheimnis der Frucht zu bewahren und sicherzustellen, dass sie nicht in die falschen Hände gerät. Während die Riesen von Elbaf in internen Kämpfen mit Loki verwickelt waren und dadurch auch keine Gelegenheit hatten, die Teufelsfrucht zu suchen, könnte dies auch erklären, warum Shanks so lange nichts mit dieser besonderen Frucht unternommen hat. Ein weiterer sehr interessanter Gedanke hierzu wäre, wenn der König von Elbaf, König Harald, Shanks dazu beauftragt hätte, die Frucht sicherzustellen und zu bewahren, bis zum richtigen Zeitpunkt. Doch als Ruffy 7 Jahre alt ist, geschieht das Unvorhersehbare. Er ist die legendäre Teufelsfrucht, ohne die weitreichenden Konsequenzen zu verstehen. Und damit beginnt die Saga von Monkey D. Ruffy und die Frucht, die wörtlich die andere Seite der Welt durchquert hatte, findet ihr Schicksal bei ihm. Der rote Shanks erkennt, dass Ruffy die Zukunft in sich trägt, rettet ihn vor dem Ertrinken, opfert dabei jedoch auch seinen Arm für eine glorreiche Zukunft und das Schicksal der Welt. Kurz darauf verlässt er plötzlich den East Blue, da er keinen Grund mehr hat, dort zu bleiben, zumindest auf den ersten Blick. Doch was, wenn dieser Plan tiefer geht? Vielleicht spielt Shanks eine viel größere Rolle, als wir bisher vermuten. Und sein Handeln war ein Teil eines weitaus größeren Vorhabens, das sich um Ruffy und die Zukunft dieser Welt dreht. Es ist hierbei ziemlich sicher zu sagen, dass Shanks Rolle in dieser Geschichte noch weitaus tiefer geht. Es ist wahrscheinlich, dass er einen großen Plan verfolgt. Vielleicht hat er die wahre Bedeutung der Frucht seit langem erkannt und dafür gesorgt, dass sie zu der richtigen Person wie Ruffy gelangt. Sein Opfer war nicht nur der Schutz eines Kindes, sondern ein entscheidender Moment, um den Lauf der Geschichte massiv zu beeinflussen, man könnte schon fast sagen, zu manipulieren. Shanks könnte weiterhin im Hintergrund agieren und die Fäden nach und nach ziehen, um sicherzustellen, dass Ruffy seinen Platz als D und als Träger dieser legendären Macht, der Macht des Sonnengottes Nika, einnimmt. Seine langfristige Strategie ist möglicherweise darauf ausgerichtet, das Gleichgewicht der Welt neu zu verformen, und Ruffy ist eindeutig der Schlüssel zu all dem,
was noch vor uns liegt. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, welche Auswirkungen könnte Lokis Teufelsfruchtkräfte auf die Welt von One Piece haben? Darüber hinaus bleibt unklar, wie sich Shanks Rolle in all dem einfindet und welch ein Schicksal uns diesbezüglich noch in Zukunft erwarten könnte. Und zum Schluss interessiert es mich, was für eine Teufelskraft hat Loki gegessen und welche Fähigkeiten besitzt er jetzt? Vielleicht hat er sogar damals tatsächlich die echte Gum-Gum-Frucht gegessen. Schreibt mir hierzu sehr gerne eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy!